Jetzt kannst du mit der reden. Jetzt kannst du mit der reden. Ich hab keinen Nerv mehr. Ich hab keinen Nerv mehr für das Mottli. Muss ich doch nicht aufregen gleich, oder? Ja. Ja? Die kommt schon mit. Keine Sorge. Muss er halt ein bisschen Zeit lassen. Zeit? Wir haben doch keine Zeit mehr. Ich will doch nicht als Letzte einmarschieren auf den Ball. Stell dir vor, nachher haben wir das Letzte am Tisch, ganz am Ende vom Saal. Verstehst du? Dann müssen wir doch alle durch. Dann müssen wir an jedem Tisch Servus sagen. Oh! Ja und? Für das kommen wir ja auf den Ball, dass man mit den Leuten zu reden kommt, oder? Verstehst du? So viele Geschäftsleute vorne am Hof hast du selten. Ja, und der Wiegeball hat ja einen ausgezeichneten Ruf inzwischen. Ja, ich weiß schon, eben, dass man wegen dem geht. Aber gleich, verstehst du, wenn alle schon hocken und wir die Einzigen sind, die stand, dann schaut die alles an, von unten bis oben. Und das weißt du, die Irene Hackl ist mit mir im Fitnessclub. Eine muss nicht gleich sagen, dass ich schon wieder zugenommen habe, da unten rum. Es interessiert doch kein Mensch, ob du zugenommen hast oder nicht. Du hast ja keine Ahnung. Auf alle Fälle. Lass mich nicht vergessen, gell? Ich muss dann noch ganz Klartext reden mit dem Isagiger, gell? Weil die Auftragsvergabe da oben am Lüner See ist, da hätte mich schon noch interessieren, wie das gegangen ist, genau da. Ja. Aber Erich, reden. Ja. Reden. Ja. Gell? Ich will dir nicht, dass du anfängst zu stänkern auf dem Ball. Ich will mich amüsieren und nicht flamieren. So. Und nur, dass ihr es wissen. Ich gehe nicht mit auf den geschissenen Wiegeball. Ich will auf den Ribbelzunftball und alle meine Freunde noch gehen auf den Ribbelzunftball. Alle! Jetzt lass mal zu, Mottli. Erstens ist das kein geschissener Ball, sondern eine wichtige Veranstaltung, verstehst du? Besonders für uns Fraschner. Lang nur gegangen, bis wir dabei gewesen sind, verstehst du? Erstens. Zweitens. Der Ribbelzunftball. Was steht dort da fangen? Die, die dort gehen, das ist auch schon klar wahr, ja, verstehst du? Das darfst du mir nicht allein. Und drittens tust du einfach noch das, was wir dir sagen. Jawohl. Bitte, ihr seid so gemein. Ihr seid so altmodisch. Ihr seid so blöd. Du Fräulein, aufpassen, gell? Heimatland noch einmal. Ja, das ist eine Chance, ist das für dich. Lernst du endlich mal eine andere Welt kennen, bei Gott noch einmal. Und schau dir uns an, Mama und mich. Ha? Nobel, schön, erfolgreich. Die Mama hat extra der teure Schmuck angezogen. Tja, der teure. Ist ja der einzige, den ich habe. Ja, bei Gott, nicht der einzige Schmuck, den du hast. Jetzt glaube ich es denen. Ja, aber der einzige, den man ansieht, dass er was wert ist. Verstehst du? Jetzt, oder? Außerdem hat sie ein nagelneues Kleid an. Nagelneues Kleid? Das Kleid ist 3 Jahre alt. Bei Gott, das ist doch nicht neu. Also ich das Kleid noch nie gesagt habe. Das glaube ich. Habe ich auch noch nie angehabt. Habe ja nie Gelegenheit. Ja, also dann ist es neu. Wenn du ein Kleid noch nie angehabt hast, ist es ein neues Kleid. Erich, neu ist ein Kleid, wenn es aus der heurigen Kollektion kommt. Ach. Verstehst du? Dann schaust du Barbara Tomaselli an, dann weißt du, was heurige Kollektion ist. Was interessiert mich, Barbara Tomaselli und die Fetzer? Ja. Oder? Auf alle Fälle schaut Mama super aus, Julia. Ist extra beim Friseur auch noch gewesen, du. Ja, also es ist normal, es gehen 80% von der Frau zum Friseur. Herrschaft, nochmal, soll ich es jetzt erklären, ja oder nein? Ja? Verstehst? Musst du dich mal entscheiden, du. Außerdem darfst du mitgehen, Mottli, gell? Du darfst dürfen, verstehst? Also, außerdem musst du jetzt einfach folgen. Ich hasse euch. Ja, ja. Ich hasse euch. Ich tät am liebsten abhauen. Ich hasse euch. Jetzt gehst du wieder. Super. Danke, Erich. Danke. Anschreien kann ich sie auch. Verstehst du, sollst sie überzeugen, nicht anschreien. Nein, nicht schreien. Ja, sicher. Komm her. Julia. Julia, komm bitte näher. Sollst du nicht gehen? Ich komm. Julia, jetzt hör zu. Hör zu, hör zu. Ich habe keine Lust, dass du mir heute Abend den Ball verdirbst. Verstehst du? Du verdirbst mir den heutigen Abend nicht. Gell? Uns. Ha? Du verdirbst uns den Abend nicht. Uns, wir zwei. Achso, ja, wir zwei. Klar, wir zwei. Ja. Ja. Uns, Papa, mir verdirbst du den Richtig. Abend nicht. Das ist eine wichtige Veranstaltung. Verstehst du? Da hat der Papa wichtige geschäftliche Kontakte zu knüpfen. Ich habe einmal die Möglichkeit mit der High Society vom Wallgau
in Kontakt zu treten. Und vor allem, weißt, ich möchte Frauennetzwerke knüpfen. Das ist einfach wichtig. Jawohl. Und es ist mir wichtig, dass du dabei bist. Jawohl, lass du mal, ja, dass du mal einen anderen Blickwinkel hast auf die Welt. Die besteht nicht nur aus dem Gemeinspielplatz von Frasterz, wo wir euch immer treffen, und aus der Au. Da gibt es noch viel mehr auf dieser Welt. Außerdem habe ich gehört, hat der Kasseroller schneidige Bube. Zwenzing hat es nur Scheißbube. Also. Ja, die interessieren mich sicher nicht. Ich will nicht auf das blöde Nenzing hin. Ich darf mich nicht aufregen. Ich fange an zu transpirieren. Schau an, wie ich schwitze. Mach etwas! Mach etwas! Ich schau, wie ich schwitze. Oh mein Gott. Mera. Mera, Mottle, jetzt zeig dir das Folge. Oh mein Gott, ich schwitze. Hast du verstanden? Also den da jetzt ab. So, jetzt passt es. Schau, wie ich schwitze. Stinki, stinki. Geht's noch? Nein, du riechst noch Feilchen. Beruhig dich, es wird ein ganz schöner Abend. Wird das. Und vergiss nicht, das ist schon wichtig für mich. Ja. Weißt du, wenn ich den Hans-Peter Metzler einmal privat bei mir habe, ja, weißt du, dann habe ich ganz andere Basis noch. Ja, ich stimmt. Ja, ich ja, stimmt. Und mit dem Rüdisser, mit dem komme ich sowieso klar, keine Sorge. Ja. Ja. So. Gut. Kommen wir jetzt. Ja, kommen wir jetzt. Ja, schau, Schatzile. Also kommen wir endlich. Ja, jetzt hast du dich doch noch anders entschieden. Man, das finde ich doch jetzt super, dass du mitgehst. Wirklich toll. Fahren wir gehen, wer fährt? Und sag jetzt nicht ich, ich muss immer fahren. Ich will auch mal eine Nachtili trinken. Ja, ich fahre schon, das ist kein Problem. Mein Gott, wie wär's mit dem Taxi? Ja, ein Taxi, ja. Ein Koffein beim Linsentürer Porsche Cayenne, damit ich noch drei Schnäpps Taxi fahren muss, oder was? Also, komm her. Also gut, dann kommen wir. Gut. So. Julia, lass mal. Was? Ich, du hast mir angefallen und fragst mich denn nicht alle halbe Stunde, wann kommen wir heim. Ja, erstens. Zweitens, passt mir nicht in der Nase vor den Leuten. Mama! Ja, ist wahr! Und drittens, Handy bleibt da. Jetzt will ich nicht, dass es mit. Ja, das Nein, Handy bleibt Papa, da. Papa, sie lässt mein Handy nicht mitnehmen. Das Handy kannst du ja allein, oder? Man muss auch der Jugend einen kleinen Kegel kaufen. Ja. Ah ja, gut, dann nimmst du es mit. Aber ja, ich will das während der Programmpunkte nicht sagen. Also. Gut. Erich, der erste Tanz gehört wem? Mir. Ja. Okay. Ja, also. Und Erich, ich will nicht, dass wenn die Bar aufgeht, dass das für dich heißt, dass du dort Nummer 4 kommen musst. Ja. Ist das klar? Ja. Gut. So. Halt, noch etwas. Keine Schnäpse. Keine Schnäpse, die machen dich aggressiv. Und ich will einen schönen, gemütlicher, humorvoller Abend, einen harmonischen Abend mit meiner lieben Familie und mit netten Freunden verbringen. Ich bin harmonisch. Gut. Also, Nenner. Dann lass uns meine da. Damen, bitte. Ja. Mein Gott, ich bin jetzt schon so nervös. Auf geht's, rein ins Vergnügen, ab nach Nenzing. Er schafft noch einmal, du. Wo bleibt sie, unser Kind? Oh, oh du mir Füssi. Brutal. Es hat der alte Lampert, ich weiß nicht, was schluckt er. Hä? Das will ich auch. Das ist ja wahnsinnig. In dem Alter, dass so er schon mal antanzen. Das tät mir gerade noch fehlen, du. Jetzt kannst du aufstehen und kannst reingehen und kannst dir aufgeholt. Nein, das tue ich nicht. Ist dir nicht aufgefallen, der Hans-Peter Feuerstein? Der schaut mich schon den ganzen Abend so an. Ja. Soll dir was sagen? Er hat einen Stand auf mich. Ja. 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 Ist auch kein Wunder, he? So wie du mit diesen Mädchen hast, wie sie angeflirtet hast, der Reihe nach. Die Alte. Ja. Das ist eher wahr. Ja. Da musst du ja du gerade reden, gell? Du bist ja am Gomsier Marion förmliches Dekolleté eingetrollt. Ja. Bist du. Aber wo? Ich kann dir sagen, es ist ein ganz ein liebes Mottle, ist das, ja? Und außerdem haben wir rein geschäftlich geredet. Ja. Eba. Ja. Rein. Margot, sag jetzt, stand auf, gang sie holla. Nein.
Das schaut der Wendelin wieder an der Bar, ich muss mit dem wieder Sekt trinken. Er schaut auf mich, verstehst du? Ja, er auch, ja, das glaube ich auch. Ja. Auf jeden Fall gescheiter mit dem Sekt trinken, als wir mit dem Offagort am Whisky drunter fragen, oder? Ja. Ja, und dann gescheit teure Zigarren rühren. Ja. Kannst du dir die Geschichte anhören, was er wieder für tolle Typen auf dem Hospizdings getroffen hat? Ja. Kann ich ja schon. Ja. Hä? Na, Papa, Mama, jetzt ist so gute Stimmung. Jetzt sollen wir noch bleiben, hä? Sag mal, hast du. Ja, Fräulein. Was ist das? Hast du eben Alkohol getrunken? Hä? Hä? Sektli? Oder zwei? Wodka-Feige. Ja. Oder zwei? Du bist 15. Aber von irgendwo wird es auch. Wir dürfen ja gerne nicht trinken, nein, Alkohol aber. Sowieso nicht. Jetzt gehen wir heim. Auf! Das ist nein, jetzt. Mama, es ist gemein. Nein, ich muss nur Tschüss sagen. Nein. Da, Margot, was tust du jetzt? Tschüss sagen. Nein, der Mäntel Holly. Zack, jetzt ist er schon wieder fort. Ja, bist du der neue Kunst? Ist er schon lang fort? Ja, ja. Der soll dir was sagen. Ach. Eine hat null Respekt vor dir. Null. Vor mir? Ja, null. Und wer hat sie überhaupt dazu gebracht, dass das Mädchen mitgegangen ist? Wer? Ja, ich möchte nicht wissen, was du ihr alles versprochen hast. Mein Gott. Ja, nicht. Kraft meiner Worte, ja. Ja Überzeugung. Ja. Motivation ist das. Ja, ja. Deine Motivation. Da! Also, das Bürgermeister Hürnung gemacht hat, es hat mich schon brutal enttäuscht, nicht? Bürgermeister? Ja. Ich bin extra wegen dem Programm von der Bürgermeister gegangen, weil alle sagen, es sei so super. Und dann hocken die Schlappschwänze ganz. Hocken die Schlappschwänze ganz oben bloß blöd umeinander. Schau? Echt? Das kannst du aber vom Dinkhauser nicht behaupten. So wie der, die umeinander geschlafen hat auf der Tanzbühne, bei Gott einmal. Na, wären wir lieber gewesen, wäre ein bisschen mehr hocken geblieben. Dinkhauser haben sie gefressen, ihr Lieber. Bist du eifersüchtig, oder ich bin was? Ich bin eifersüchtig. Der Dinkhauser steht auf mich. Stoß. Er steht auf mich. Ja. Und du hast sowieso gesehen, der erste Tanz gehört mir. Ja, sicher. Ja, und was hast du aufs Klo, hast dich verdrückt. Ja, dann bin ich da gehockt. Neben mir der Hämmerletisch, und dort der Rondotisch, hinter mir der Linz mit ihrer Bagage, verstehst du? Alle sind mit ihren Frauen getanzt, nur ich hocken geblieben. Aber zum Glück hat sie der Kreuzling Herbert verbärmt mit mir. Er hat mich geholt. Er ist mir alle auf die Füße gestanden. Er steht auf mich. Ja, er steht auf mich. Kreuzling ist. Ah. Ist es nicht. Muss da hin kein Mensch verwärmt haben mit dir, bei Gott nicht. Ja, du sicher nicht. Eben. Du hast verbärmst mit der Priska vom Röslewirt. Ja, und mit der hast du brutal verbärmst, alle Länge. Und am Fliessenbeck sind im Tisch, der blöde Wibbel, zwei Flaschen Sekt an die Stelle, spinnst du? Hä? Weißt du, was das kostet? Ja, warte. Da geht's rein ums Geschäft, gell? Das haben wir schon mal gesehen. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Wäre mich die geschissenen Wibbel interessieren, oder was? Ja. Also. Geschäft, hahaha. Ha, ha. Ja. Und Isa Giger, seine Uli, hä? Ja. Was ich kenne ihn. Ja, ja. Ja, ja. Zwei Achtele und dann Huradigams, ja, ja. 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 So eine. Alle Länge mit der Dust vor der Tür umeinander. Geschäftlich, hä? Ich. Geschäftlich. Schau. Ja, Geschäft. Da redet ihr nichts mitkriegt. Da redet ihr richtig, gell? Ha? Ja. Ah, wer ist stundenweise vor einem Klo durchgestanden und hat mit dem Hackl-Hannes geredet? Ja. Ja. Möchte wissen, was es da schon lange zum Reden gibt? Was man halt so redet vor einem Klo. Oder?
Mit dem Hackel? Ja. Und ich kann dir gleich sagen, der Herr Notar, der Roller ist auch noch dazugekommen. Ja. Ja. Und der Bürgermeister, der Roller ist auch noch dazugekommen. Ja, die zwei haben mir gerade noch gefehlt. Ja. Es sind zwei ganz nette Buben. Ja. Wo bleibt jetzt unsere? Nein, soll dir was sagen, ich habe einen Stand auf mich. Ja, ja. 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 Wo bleibt denn die Julia jetzt wieder? Ja, weiß ich kann dir geholen, jetzt ist er fertig da. Die kommen ja alle, ja. Heil! Ciao, mein Name! Servus! Nächstes Jahr! Same time, same station! Super gesehen! Mit der Breite, die hat mich da ganz oben nicht angeschaut. Ciao, Mario! Servus! Was? Sandro! Klar! Hey! Sandro! Da! Vergiss nicht, uns einladen! Bei der Eröffnung! Das blutet! Wir können! Vergiss nicht! Das Netzwerk ist brutal wichtig. Da kannst du nicht nur ein Netzwerk, auch mir fürs Wild. Papa, jetzt lass halt nein, noch. Nein. Sollen wir nicht noch ein bisschen bleiben? Bitte? Es ist so gute Stimmung. Nein, wir gehen jetzt, gell? Weil sonst ist dir der Riebiesel-Zumpf bald gestrichen, sag ich dir da. Es ist mir doch egal. Es ist doch so viel cooler. Ja, dann das Gehshake auch vorbei. Ist mir egal, ich gehe lieber ins Join. Was hast du dir als versprochen? Neues Handy auch noch, oder wie? Was ich nicht an ihr Handy versprochen. Papa, aber es kriege ich. Es hast du mir gesehen, wenn ich auf den Ball habe, kriege ich ein neues Handy. Also, ich glaube, es denn geht dir noch. Ich, drei Jahre alter Vetter, der kriegt ein neues Handy. Ja. Mir schlecht. Ja. Nein, jetzt verstanden. Jetzt kommen wir, gell? Es ist endgültig fertig, nein, ist jetzt. Papa, komm, mal sicher. Bitte, nein, ich habe alle Geschäfte gemacht. Habe ich alles unter Dach und Fach, gell? Ja. Ich habe jeder meine politische Meinung klipp und klar ins Gesicht hineingesehen. Ob er es hören will oder nicht, ist mir nicht gleich gewesen, oder? Eben. Ja. Und außerdem habe ich noch kaum Schnaps gehabt. Und du weißt, wenn ich jetzt noch einmal reingehe, ja, dann trinke ich Schnaps und dann weißt du genau, was passiert. Ja, genau. Jetzt wären wir vorher schon bald das Messer in der Hose aufgegangen. Genau. Also, komm mal. Als Papa, jetzt lass einmal zu. Jetzt ist Zeit, dass du entspannst. Ich? Ja, jetzt schau, Mama hat sich so schön gemacht beim Friseur und mit dem Kleid und alles, damit sie mit dir das nähen kann. Und jetzt bleiben wir noch ein bisschen. Und Papa, ich sag noch was. Obwohl Nenzing Nebel hat, all. Und obwohl Nenzing Frosch hat, ja, grusig. Es ist so cool da, ja. Es ist so lässig. Ey, jetzt bleiben wir noch ein bisschen. Bitte, Papa, bitte. Ja, aber ich sag euch gleich. Die Ruhe, gell? Was? Ein Reiseachtel und dann sind wir fort. Was tun wir? Oh, Reise, Achtelinauer, Gommer. Sehr, Gommer. Also komm. Kann ich extra noch liegen, wenn ich schon ein neues Kleid kriege? Also komm jetzt liegen. Komm jetzt. Noch liegen. Sag mal, tut dir mit dem Kasserolle rumeinander. Gang um. Tut dir mit dem Kasserolle rumeinander. Ja, die Tiere, den schnell auftreiben mit dem Kasserolle. Oder so Ammann. Amang-Geschichte. Wären wir lieber. Oder vielleicht mit dem Sonderegger-Buch oder so. Sonderegger? Der Sonderegger. Mit dem habe ich noch gerne getanzt. Ich hole jetzt den Sonderegger. Ja, ja. Nein, ehrlich, soll ich was sagen? Ja, bitte. Auf wen stand ich? Ich stand total auf den Sonderegger. Nachrichten, meine Damen und Herren, ja? Jugendliche verursachen Unfall. Nach dem Wiegeball in Nenzing kam es zu einem Verkehrsunfall. Der 17-jährige Lukas A. aus Nenzing wollte der 16-jährigen Julia M. aus Frastanz die Besonderheiten des Ortsteils Grüneck zeigen. Dabei starteten sie unerlaubt den Porsche Cayenne des Vaters der Julia M. Erich M. aus Frastanz, welcher zu der Zeit unter der Bar lag,
Die Mutter der Julia M., Brigitte M., wollte die Inbetriebnahme verhindern, rutschte aber so unglücklich auf den Pflastersteinen aus und direkt in die Arme von Landesrat Rüdisser. Bravo! Ja. Welcher ebenfalls auf dem Ball der Wiege in Walgau anwesend war. Aufgrund dieses Ereignisses vergaß die Mutter auf ihre Tochter. Der jugendliche Lukas A. unterschätzte die Tücken im Grüneck und er fuhr den Porsche Cayenne direkt in die Mauern des Gasthaus Gemsle. Personen kamen dabei Gott sei Dank nicht zu Schaden, der Sachschaden ist enorm. Alle Beteiligten werden auf freiem Fuß angezeigt. Außer dem Gänsewirt, der hat bis heute noch nichts davon gemerkt. Dankeschön.